So, wir sind versprochen wieder da. Das Cover weiß ich gar nicht, ob wir es reinhalten können. Können wir? The Loop spielen wir jetzt. Das kam letztes Jahr, glaube ich, beim Kleinverlag raus und jetzt in Deutsch, als deutsche Version bei Board Game Box. Der Verlag war ein Schweizer, soweit ich noch weiß. Und die haben mehrere verschiedene Spiele, die sie in Deutschland rausbringen, was immer sehr toll ist, weil sonst kommt man ja an die ausländischen Spiele schwer dran und manchmal hat man eine Sprachhürde, die nicht so einfach wie Englisch zu überwinden ist. Das Spiel ist von Maxime Rambourg und Theo Rivière. Genau. Ist ein kooperatives Spiel mit Deckbaumechanik und einer lustigen Thematik. Dann können wir das schon mal wegtun. Ich lese gerade mal den Einstiegssatz vor. Herzlich willkommen zur gemeinsamen Lesung über die Regeln und das Verfahren für neue Zeitagenten. Mein Name ist Mario von Time, auch bekannt als Mr. Time. Ich werde euer ABA, amtlich bestellter Ausbilder, sein. Weitere Informationen über die Agentur und Dr. Fu findet ihr in dem Einsatzhandbuch, das Wichtigste in Kürze. Der böse Dr. Fu hat eine schreckliche Zeitmaschine gebaut, um der Herrscher des Universums zu werden. Am Steuer dieser unglaublich mächtigen Maschine reist er in Zeitschleifen, Loops, von Ära zu Ära, um eine Armee von Duplikaten seiner selbst zu erschaffen. Am wichtigsten aber, die Instabilität und Mängel seines sogenannten Omniscience 2000-Projekt führen zu Rissen in der Raumzeit und diese sorgen schon bald für die Auslöschung des Universums. Unser superautomatischer Computer mit Kassettenlaufwerk, kurz SACK, SAC, hat aus unserer Datenbank eine Handvoll der größten Experten für Zeitreisen herausgesucht. Die Numero Uno Quantico, entweder steht ihr auf dieser exklusiven Liste oder wart einfach gerade verfügbar. Kein Druck oder so, aber alles hängt vor euch ab. Genau, das ist die Geschichte. Das ist Einsatzhandbuch. Das ist das Einleitungshandbuch. Muss man da auch noch was lesen, oder was? Naja, die Sabotage, ne? Ach, die Sabotage. Den Sabotage-Modus spielen wir jetzt, ne? Seite 5. Seite 5. Sabotage. Ach, da gibt es ja nochmal einen Text. Okay. Muss man den vorlesen? Machen wir mal. Da wir hier etwas mehr Platz für den Druck haben, ist es an der Zeit, euch mehr über diese schreckliche Zeitmaschine zu erzählen, die die Raumzeit des Universums falten kann. Was Dr. Fu angeht, will er nur, oder wollte er nur, abhängig von euren Parallelachsen, das Ende der Zeiten beschleunigen. Programmiert auf einen kurzen Zyklusmodus, vergeht die Zeit in immer kürzer werdenden Schleifen, sodass ein neuer Anbeginn der Zeit unmittelbar aus den noch rauchenden Wolken der Postapokalypse hervorgeht. Aufgrund dieser Raumzeitverzerrung erschafft Dr. Fu mehr und mehr Duplikate von sich, die in seinem Projekt helfen, Omniscience 2000, sein großartiger und nur leicht größenwahnsinniger Plan, Herrscher des Universums zu werden. Aber im Eifer des Gefechts stellt sich heraus, dass seine Zeitmaschine eine Vielzahl an Rissen in der Raumzeit hervorruft und so die völlige Zerstörung jeglicher Zeit und jegliches Raum riskiert. Noch bevor irgendjemand die Möglichkeit bekommt, diesen historischen Triumph zu erleben. Nun wisst ihr, warum die Agentur existiert und warum wir keine andere Wahl haben, als Dr. Fu in jede Ecke der Raumzeit zu jagen. Das ist, was wir jeden Tag tun. Dr. Fus Quantenebene infiltrieren und sabotieren. Sabotieren, sabotieren und noch mehr sabotieren. Seine Zeitmaschine auseinanderzunehmen bis hin zur letzten Schraube, so wie gestern, so wie morgen, um seinen Chaos Einhalt zu gebieten. Kurzum, Zeit und Raum zu retten, bevor es zu früh oder zu spät ist. Und so verbringen wir alle Zeit der Welt. Das hat sogar Vorrang vor den Vorbereitungen unserer jährlichen Mitarbeitergespräche, was viel über die Wichtigkeit aussagt. Ihr merkt also, den Humor in der Anleitung hat auch Spaß gemacht, die zu lesen. Und wir spielen jetzt einfach nur den normalen Modus, den man zum Einstieg spielt. Das heißt, wir müssen 4 von diesen Aufgabenkarten lösen. Dann haben wir gewonnen. Und wir verlieren, wenn der Zeitstapel von Dr. Fu leer ist, die Fu-Karten, oder aber der 4. Vortex. Das ist, wenn hier ein Vortex kommt, dann verschwindet die Aufgabe. Wenn der 4. kommt, haben wir auch verloren. Oder der 2. in der gleichen Ära steht hier noch. Oder der 2. in der gleichen Ära. Genau. Und es gibt hier noch verschiedene Schwierigkeitsgrade von den einzelnen Spielmodis. Legen wir soweit weg. Und jetzt gehen wir kurz, wir haben den Standardaufbau schon gemacht. Jeder von uns kriegt einen Charakter, der hat eine Sonderfähigkeit. Den kann man einmal pro Runde nutzen mit einer Sonderbewegung. Dann switcht man ihn und nächste Runde ist er wieder aufgebaut. Ansonsten hat er noch eine einmalige Sonderfähigkeit. Jeder kriegt die Karten des Charakters. In der Anleitung steht unten rechts, aber es ist tatsächlich unten links ist das Symbol des Charakters, sieht man aber sehr gut.
Ansonsten haben sie nämlich dieselben Rückseiten wie die anderen Karten. Die werden gemischt und davon kriegt man nachher gleich drei auf die Hand. Dann bewegt man seine Figur zum Start auf das Feld, was matcht zu seiner Farbe, beziehungsweise was hier halt steht. Und der Fu-Kartenstapel wird hier platziert, das Szenario wird hier platziert, dass man jederzeit nachlesen kann, was die Siegbedingung ist, und die Karten werden hier platziert. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Aufbau, der dann das Spiel initiiert. Und wir erklären euch nochmal ganz kurz die Regeln. Der Standardaufbau ist jetzt relativ simpel. Es werden zwei Fu-Karten aufgedeckt. Und die haben ja eine Ära. Und in diesen zwei Ären werden jetzt gleich ein roter Würfel platziert, also in Rot und Orange. Und jede Ära hat genau drei Plätze. Wenn der vierte kommt, dann wird hier der Vortex entstehen. Da, wo jetzt die Ären sind, werden die Missions aufgedeckt. Dann können wir die auch gleich lesen. Hier ist: Du und ein anderer Agent befindet euch in je einer der beiden Ähren angrenzend zu Dr. Fu's Ära. Dreimal, einmal pro Zug. Das heißt, um die hier zu erfüllen, muss einer hier stehen und einer hier, und einer davon muss am Zug sein. Nee, zu Dr. Fu's Ära. Ich dachte, Dr. Fu ist immer... Ja, zu Dr. Fu's Ära. Du hast vollkommen recht. Also hier und hier, und der Spieler muss am Zug sein, dann kann man hier eine Aufgabe erfüllen. Und das einfach einen Zeitriss entfernen von einer Ära. 7 verschiedene, ne? Also wir müssen dann einmal jeder... für blau. Aber das geht auch mehrmals im Zug, ist nicht beschränkt. Genau, das heißt eigentlich, den Zeitreisestein, den du runternimmst, kannst du dann gerade da tun und markierst damit ja die Farben, wo geht. Ne? Also wenn du es bei blau gemacht hast, geht nicht nochmal. Und dann werden die Karten wieder eingemischt in den Dr. Fu-Stapel. Das ist wichtig, weil wenn der einmal durch ist, wird es immer schwieriger. Und wenn er dreimal durch ist, ist die letzte Runde sozusagen angeläutet, weil wenn er das vierte Mal durch ist, ist das Spiel vorbei. Jetzt werden Duplikate aufgebaut, und zwar entsprechend unserer Spieleranzahl. Wir spielen zu dritt. Das heißt, wir ziehen 5 Duplikate. Ich scroll mal hier einen Ticken noch raus. So. Ich kann meinen Laptop hier mal noch einen Ticken verstecken, der ist nicht so wichtig. So. Und die werden aufgedeckt, dann werden sie umgedreht und kommen in die Ära, die dargestellt ist. Und auf der anderen Seite, ja, das ist doch für unsere Zuschauer, auf der anderen Seite ist ein Monokel zu sehen, den müssen wir hierhin befördern, dann gibt es ein Paradoxum in der Zeitschleife und er wird getilgt, gelöscht. Das sollten wir mit der Zeit immer wieder versuchen, weil die verstärken den Turm exzessiv. Dazu kommen wir dann gleich noch. Und dann gibt es noch 3 Karten, die wir aufdecken. Und die kommen jeweils zur Ära, wo sie hingehören. Die können wir aufsammeln. Und die haben hier Symbole. Und möglichst gleiche Symbole ist unser Ziel. Weil dann können wir Loops machen und die sind sehr mächtig. Grundsätzlich wäre ja vielleicht auch interessant, das zu machen, oder? Ja, das kann man aber dann... Nee, also jetzt nicht zum Vorlesen, aber für deine Entscheidung, oder? Ja. So, haben wir gemacht. Dann nimmt jeder 3 Karten, wenn er gemischt hat. So, und das war der Startaufbau. So, jetzt kurz den Spielablauf. Matthias fängt an, kann Startspieler machen. Achso, Entschuldigung, wir haben noch eine wichtige Sache vergessen. Wir müssen kurz unterbrechen, sonst vergesse ich das. Gute Tobi. Ich habe eben gerade eine Partie gegen Matthias verloren. Und Matthias sei natürlich sein Sieg gegönnt. Mein erster Loser-Button. Ist gleich ein Piercing, habe ich gesagt. Mein erster Loser-Button heute. Okay. Genau. Hier müssen wir übrigens alle zusammen einen Loser-Button kassieren, sonst. Nein. Wir kriegen keinen, wir gewinnen doch. Ja, okay. Also, das Erste, was man immer macht, wenn man am Zug ist, ist die Fu-Phase. Das heißt, zuerst machen wir das, was hier steht. Hier steht ein weiterer, ein weiteres Duplikat kommt. Grün und der will zu blau. Dann ziehen wir eine Karte und decken sie zum jeweiligen Bereich auf. Deswegen muss man ein bisschen Platz zur Mitte lassen, damit hier Karten hinpassen. Mal so. Das haben wir gemacht. Karte haben wir verfügbar gemacht. So. Dann decken wir eine neue Dr. Fu-Karte auf und handeln sie ab. Das heißt, die Karte zeigt, wo Dr. Fu als nächstes ist. Das wäre orange. Da ist er schon. Das heißt, die mittlere Rampe muss zu orange.
Dr. Fu wird im Spiel repräsentiert durch sein Gesicht auf seiner Maschine. Das ist da dargestellt. Ein Würfel? Jetzt kommt, nee, mehr. Ihr müsst Zeitreifen, jetzt müssen wir da Würfel reinwerfen. Und zwar 2 aus dem Vorrat plus einen weiteren für jedes Duplikat. Plus, da steht ja noch was, ne? 2. 2 plus Orange. Achso, steht ja da. Also das ist eine normale Karte. Nö, 2 plus Orange. Das hilft einem, die Regel zu merken. 2 plus, wie viel da sind? Also 3. Die werfen wir einzeln rein. Bei der Werner klappt das besser. Ja. Mehr Schwung. Weil sie noch Fingerfertigkeit. Und die kommen jetzt hier drauf. Und wenn jetzt schon das Feld voll wäre, dann würde gleich ein Vortex entstehen, was nicht so gut ist. Weil dann werden alle Karten gelöscht. Wir können diese Mission nicht mehr schaffen. Und wenn der vierte Vortex da ist, sind wir ja... Ja, ist vorbei. Dann kriegen wir auch kein Gehalt mehr, steht in der Anleitung, weil dann ist ja das Raumzeitkontinuum zerstört. Das war jetzt dieses. Und jetzt beginnt unsere Aktionsphase. Da ist einfach nur wichtig, 2 Unterschiede. Es gibt deine Ära und angrenzende Äras. Meine ist die, wo meine Figur ist. Angrenzend sind die und die zu meiner Figur jetzt gerade. Die ist vor meiner Ära, die ist nach meiner Ära. Ich müsste jetzt nachgucken, aber wir haben hier irgendwie Mittelalter, Renaissance, Industriezeitalter, Neuzeit, Roboterzeitalter und die weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Sieht nach Atompilz aus. Ja. Und das heißt, ist Antike. Ah ja, Antike fängt es an. Also es geht in der Richtung hier rum. Das heißt, das ist immer die neuere Ära und das ist die ältere Ära. Das ist vielleicht der Urknall. Es stand hier irgendwo. Ich hätte eher gedacht, das ist die Zerstörung. Ja. Alles geht eine Atombombe hoch. Jetzt kann ich beliebig viele Aktionen machen. Ich kann mich bewegen. Achso, wir haben das mit den grünen Würfeln vergessen, Jungs. Ja. Überall, wo zu Beginn keine roten waren, kommt ein grüner hin. Entschuldigung, das waren die 2, die hier aufgedeckt sind. Also hier einer. Nur nicht bei den aufgedeckten. Kommt da jeweils einer hin. Nee, nicht da oben. Um Gottes Willen. Also, nee. Die können wir ja nutzen, die sind gut für uns. Das haben wir vergessen. Entschuldigung, Fauxpas. Aber ist ja noch aufgepoppt. Genau. Ich kann mich jetzt entweder bewegen, dafür nehme ich den Würfel hier wieder aus der Ära raus und gehe dann eins. Ist aber vielleicht nicht so praktisch, weil die Würfel können wir auch anders einsetzen. Ich kann Karten ausspielen, wir haben 3 Stück, die lege ich vor mich. Wenn ich sie ausnutze, tappe ich sie, weil ich kann sie vielleicht wieder zurücktappen. Hier steht natürlich nicht tappen in der Anleitung, sondern verbrauchen, weil tappen ist ja geschützt durch Magic. Aber uns ist das egal. Das war das. Und dann gibt es den Loop. Das heißt, wenn ich meinen Zug gemacht habe, als Beispiel, ich mache diese 2 Karten und die hier auch noch, kann ich einen grünen Würfel, wo ich mich jetzt befinde, ausgeben und kann gleiche Karten wieder zurück tappen und diese Runde nochmal nutzen. Und dann würde ich die halt, aber dafür muss ich gleiche Symbole nehmen. Und es gibt so ein schwarzes Loch, das hat die Banner auf die Hand, das kann man nie zurück tappen mit einem Loop. Ich könnte auch nach dem ersten Loop noch einen Loop machen, aber der kostet mich dann 2 grüne Würfel und der nächste 3 grüne Würfel. Die sind aber mächtig, diese Loops natürlich, die Doppelzüge. Was denn? Ich wollte wissen, was das für ein Symbol ist. Ja, das ist die Dimension. Achso, das ist hier so ein Osch, so ein Duplikat. Okay. Ja. Genau. Danach nehmen wir eine, wenn wir fertig sind, wir können uns ja auch noch ein Feld bewegen mit der Spezialfähigkeit, danach nehmen wir eine Karte auf, wo wir stehen und wir könnten theoretischerweise, wo wir stehen, wenn denn die Mission erfüllt ist und wir stehen da, dann können wir sie archivieren, dann kommt sie raus. Das ist ein Siegpunkt, wenn man es so sieht. Wir müssen ja 4 archivieren und wir kriegen als Goodie, werden Karten aufgedeckt, eine mehr als Mitspieler, jeder kriegt eine Karte und die darf er das nächste Runde da auch direkt ziehen. Das zeigen wir dann, wenn wir es geschafft haben sollten. Und dann ist die Schlussphase. Man dreht wieder seine Agente wieder zurück, der ist wieder aufgeladen und legt alle Karten in seiner Ablage ab. Alle Spieler, wichtig, das ist dick und fett gedruckt, wenn ich dran war, dürfen alle Spieler wieder auf 3 aufziehen. Also wenn ihr irgendwie Karten spielt, warum auch immer, dürft ihr wieder aufziehen. Und dann ist es rum und das spielen wir so lange, bis wir hoffentlich gewonnen haben. Und den Rest gucken wir nach. Ich lasse mal die Seite offen für die Missionen und für die Sonderfähigkeiten. Und dann darf der Matthias ja beginnen, haben wir gesagt. Mhm. Genau. Im Prinzip haben wir ja hier die legen wir auch mal hin, ne? Ja. So. Das heißt, ich kann zuerst zum Beispiel diesen dimensionalen Inverter benutzen. Dann würde ich eine Karte vom Riesenstapel zerstören. Das wäre der hier. Ja, du kannst dich auch... Ja. Ich kann mich auch noch einmal kostenlos hier bewegen. Oder? Achso, Sonderfähigkeit sollten wir kurz noch für die Zuschauer und für uns nochmal... Genau. Der Matthias darf nämlich immer diese Karte hier nutzen, die oben ist, wenn er in der Ära steht. Ne? Genau.
ich darf in der Fu-Phase, während der Fu-Phase, nachdem du ein, also wenn ich dran bin, mache ich ja auch die Fu-Phase wieder, und da darf ich einen roten Stein wieder rausnehmen. Und die Berna durfte... Du durftest beamen. Wir dürfen ja normalerweise mit unserer Spezialfähigkeit nur eins, und sie darf halt immer irgendwo hin. Genau. Genau, also ich darf einen zerstöre einen vom Riesenstapel, habe ich gemacht. Entferne einen Zeitriss oder versetze ein Duplikat in der Ursprungsära dieser Karte. Das wäre die grüne, dann würde ich den versetzen. Dann musst du die tappen auch danach. Genau. Und dann ist er weg. Dann ist er wäsch. Kommt er wieder in den Sack? Der kommt dann wieder in den Sack. Ich muss nur mal gucken, ob durch das Wäsch irgendwas passiert, aber mach gerade schon mal. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf, wenn du so ein Ding entfernst. Legt alle Vernichteten zurück in den Stoffbeutel. Nee, dafür gibt es nichts. Ist einfach nur Ufräume. Gut, dann kann ich einen aus meiner Ära entfernen. Ja. Du bist ja der Grüne. Genau. Oder zwei, wenn ich mich in einem Vortex befinde. Tust du nicht. Tue ich nicht. Ne? Dann lege ich ihn dahin. Genau, weil das Ziel ist ja, genau. Ja. Das heißt, die habe ich auch erledigt. Und ich könnte eine Energie meiner Ära erzeugen, dann eine riesen Stapelkarte zerstören und mich dann in die Ursprungsära der Karte bewegen. Das kann ich ja auch machen. Das schadet aber ja nicht. Energie ist ja gut. Dann da mal einen grünen Würfel. Nee, du legst doch jetzt einen hin, ne? Ja, ich erzeuge jetzt einen, ja. Genau. Werner? Achso, Entschuldigung. So, zerstöre dann wieder hier eine Karte und kann mich in deren Ursprungsära bewegen. Das wäre gelb. Das wäre gelb. Das ist ein Kann. Gut. Jetzt, dann hast du alle drei getappt. Jetzt kannst du noch deine Spezialfähigkeit nutzen. Also du könntest nochmal eine Ära dich bewegen, wenn du wolltest, ne, indem du deinen flippst, weil er wird ja zurückgeflippt. Das genau. Geht ja immer. Und könnte noch theoretisch in der befinden, wenn ich mich in der Ursprungsliste der letzten zerstörten Riesenkarte. Was du ja tust. Kann ich dir deren Fähigkeit ausführen. Ja, dann was sagt denn die Fähigkeit? Die Fähigkeit sagt, ziehe eine Riesenkarte und versetze ein Duplikat von ihrer Ursprungsära. Ja, dann zieh mal eine. Ursprungsära ist... Und ziehe heißt auch ein Stapel, glaube ich, ne? Ich lese nach, das aber guck schon mal, welche Ursprungsära es ist. Du musst gucken. Ne, ziehen heißt, glaube ich, immer hier dranlegen, würde ich jetzt tippen, aber... Gut, das wäre lila. Da wäre jetzt keine, ne? Ne. Nee, ich glaube, die kriegst du nicht persönlich. Ich glaube, die wird dann näher hingelegt. Ach, die wird dann hingelegt. Dann legen oder? Dahin. Ja. Ziehe eine. Das heißt ja nicht nimm. Ach nein, eine. Entschuldigung. Ziehe eine. Falsch. Obwohl, warte. Ziehe eine. Das könnte aber auch sein, dass du eine von deinem persönlichen nur ziehst. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Warte mal, das muss ich nachgucken. Wir haben das Spiel ja noch nicht gespielt. Diese Art Fähigkeit lässt euch etwas mit Artefaktkarten machen. Ziehen, ablegen. Ja. Immer wenn ein Spieler eine Karte ziehen soll, nimmt er die oberste seines Nachziehstapels. Nee. Dann habe ich eine Karte gezogen. Welche Ursprungsära? Orange. Dann darfst du hier noch was versetzen. Den darfst du versetzen. Das ist fast egal, wohin. Richtig. Aber da ist ein klein wenig. Nee, wieso denn? Mach ihn doch nach Gelb, dann ist er weg. Ja, aber er kann doch nicht nach Gelb machen. Versetze es eine. Achso, versetze es mal nur eins. Ich gehe davon aus, ja. Auch das versuche ich nachzufinden, das Wort versetzen. Ja, für mich ist versetzen nicht zwangsläufig eins. Ja, warte. Dein Deck, deine Auslage, ziehe eins, nimmt einen von seinem Nachziehstapel. Versetzen hatten wir. Mhm. Versetze. Der Spieler bewegt in der genannten Ära ein Duplikat seiner Wahl eine Ära weiter. Okay. Ja. Es gibt eine Übersicht, tatsächlich eine sehr gute, wo die ganzen Codewörter stehen und du hast da auch. Ja. Okay. Gut, die habe ich jetzt. Die kann ich also auch noch theoretisch spielen dann. Ja, hast ja gezogen. Bewege dich ein oder zwei Ähren weit. Befindest du dich in einem Vortex, kannst du ein Duplikat mitnehmen. Tue ich nicht. Das heißt, die bringt mir nichts. Das heißt, die würde ich ja einfach so liegen lassen dann. Ne? Genau. Ich habe jetzt... Ja, das hast du gemacht. Genau. Befinde ich mich in meinem Ursprungsära letztendlich. Ja. Bewegt hätte ich mich jetzt theoretisch nicht, aber ich habe ja das gemacht. Also, nee, das ist egal. Die untere Fähigkeit ich könnte mich also theoretisch immer noch einmal kostenlos bewegen. Oder sogar einen grünen ausgeben, dich bewegen, aber wahrscheinlich... Doch, du, es macht sogar Sinn, weil dann nimmst du ja eine Karte auf. Wenn du dich jetzt noch benachbart links, kriegst du noch eine Karte. Ja. Das darf man ja nicht unterschätzen. Also du flippst den. Ja.
Ja. Erzeuge ein. Achso, aber die nehme ich ja erstmal. So, erzeuge ein Dings in der Ära, bewege dich dann in eine Ära der Wahl. Weil dann hast du mehr Platz und die Kamera sieht es auch besser. Warte. Entferne einen aus einer Ära, dann entferne einen aus einem Vortex. Achso, nee, da kommen wir dann hinter der Kanne. Kannst auch noch einen Ticken höher schieben, wenn ihr wollt. Alles gut. Du hast meinen Superschlüpfer. Ich glaube, ich nehme diese. Machen Sie Superschlüpfer. Nutze sie aber. Ich nehme diese, nutze sie aber auch nicht. Die nehme ich dann auch zu mir. Die nimmst du, ganz wichtig, die kommt auf deinen, also die kommt auf deinen Ablagestapel. Die kriegst du also nicht nächste Runde. Das ist okay. Sozusagen eine gekaufte Karte wie bei Dominion. Die kommt hier hin. Nur durch diesen Bonus käme sie da drauf. Das macht ja einen Unterschied. Okay. Dann ist dein Zug ja vorbei. Dann ist mein Zug vorbei. Das heißt, jetzt werden alle Karten auf den Ablagestapel gelegt. Und das war ein vollständiger Zug. Ich glaube, die nächsten gehen flüssiger, sobald wir die Regeln ein bisschen drin haben. Sollten sie. Puh. Genau, dann bin ich dran. Jetzt kommt Dr. Fu wieder. Eine Karte aufdecken. Und die sagt rot. 2 plus das, was da ist. Das heißt, der wird jetzt auf rot gedreht. Da ist keiner, also 2. Und ich darf einen von den Würfeln wieder runternehmen. So, die sind beide. Ja gut, dann habe ich keine Wahl. Dann nehme ich einen hier wieder raus. Das ist eine Spezialfähigkeit. Dann, das war die Fu-Karte. Dann wird das hier gemacht, ne? Also eine Karte wird ins Spiel gebracht bei Lila. Ich lese mal vor, versetze einen beliebigen Doppelgänger. Duplikat. Duplikat. Und was hast du gemacht? Einen Chippy. Einen Chippy. Wo will der hin? Zu rot. Können wir das mal so machen, dann sehe ich nämlich die Chips auch. Okay. Das war das. Und dann habe ich meinen ganz normalen Zug, nicht wahr? Dann bist du jetzt in der Aktionsphase, genau. Ich bin gelb. Ich habe entferne einen aus deiner Ära, versetze einen von deiner Ära. Das bringt mir aktuell gar nichts. Aber ich könnte eine Ära mich bewegen und dann einen versetzen. Aber dann wären da halt 3. Ne? Das ist halt auch. Besser wäre es, ich gehe hier und versetze den rüber, dann vernichte ich den gleich. Und ich habe erzeuge einen in der nächsten Ära. Also eins weiter könnte ich einen grünen erzeugen. Einen aus deiner Ära. Ja, das wäre nicht so gut verkehrt. Ne? Ich will aber, und die Karte hätte ich am liebsten, weil Stern, aber... Ja, dann kannst du ja eins laufen und dann entfernen. Wobei Strich ist auch gut, ich habe 2 Striche. Striche wäre auch okay. Gut, das heißt, ich würde jetzt erst eins laufen. Nein, du würdest erst eins entfernen, weil wir Orange noch nicht haben. Aber wenn du es bei Grün entfernst, haben wir es schon. Den soll ich... Ach so. Ich könnte ihn auch hier entfernen. Kannst du auch machen, aber grün wäre doof. Ja. Das Blöde ist, ich kann dann die Karte hier eigentlich kaum nutzen, versetze einen. Ne? Das ist halt das blöde Ding. Aber dann ist es halt so, ich kann es nicht ändern. Na gut, also ich entferne mal, aber vielleicht doch lieber bei Lila, weil Lila hat schon 2. Ja, dann mach's bei Lila, dann musst du erst eins laufen. Dann laufe ich eins rüber, dann entferne ich einen aus der Ära. Ich erzeuge einen in der nächsten Ära. Also hier was? Kommt ein Grüner hin. Versetze einen von deiner Ära. Habe ich halt jetzt nicht. Ich könnte jetzt den Grünen ausgeben und die 2 wieder nutzen. Das geht ja, theoretisch. Was ist denn hier das Ziel? Du musst, du und ein anderer Agent befinden sich, das haben wir erfüllt. Ja. Ja, dann kommt hier ein Stein drauf, können wir uns die Farbe aussuchen. Mal halt. Stimmt, weil ich befinde mich hier, du da, ich bin dran. Und da müssen wir drauf achten. Jetzt haben wir auch einen blauen Stein genommen. Ich könnte jetzt den da nutzen und könnte eine Loop machen, dann könnte ich wieder einen erzeugen hier, einen grünen, und ich könnte nochmal den roten entfernen. Der aber nichts bringt. Also bringt natürlich immer was, aber... Ich verstehe, was du meinst. Und den da kann ich halt gar nicht nutzen. Ja, ist halt dann so. Okay. Dann darf ich eine Karte nehmen und ich würde versuchen, den Stern wahrscheinlich zu nehmen. Der hat Versetzer ein beliebiges. Das ist natürlich auch mächtig. Dann nehme ich das. Leg das auf den Ablagestapel, leg die auch auf den Ablagestapel und die habe ich halt nicht genutzt. Und dann dürfen jetzt alle Mitspieler wieder auf 3 Karten auffüllen. Das war's, richtig? Du hast die Spielübersicht da? Ja. Also ich dann ist die Berna dran. Dr. Fu. Erkläre ich dir gleich, Tobi. Das sind 2 plus 2, das sind 4. Tobi fragt, wann kommen nochmal die grünen und blauen Würfel in den Spiel? Erstmal drehen, Entschuldigung. Erstmal genau auf rosa. Ne? Aber es sind trotzdem 4. Ja. 1, 2, 3, 4. Uiuiuiui.
Und dann müssen wir auch eine Karte müssen wir andocken. Das ist vernichte einen in deiner Ära. Das ist ja ein das ist mega mächtig. Du musst nicht bewegen, du kannst ihn einfach töten. Und du kriegst ein Duplikat, brauchen wir noch. Die Grünen kommen ins Spiel, wenn wir sie durch die Karten erzeugen und ganz am Anfang auf alle Felder, wo keine Roten sind. Und die Blauen, wissen wir nicht, die haben wir einfach separat. Die markieren hier einfach nur, wie gut wir hier sind. Also ich bewege mich wohl. Warte mal, was steht denn hier nochmal? Du und ein anderer Agent befinden euch in je einer der beiden Ehren angreifen. Achso, aber die hat gerade geswitcht. Ja. Wenn die gleich geblieben wären, wären wir sie gerade wieder erfüllt. Ja, ne? Okay. So, ich bewege mich einmal. Dann nutze ich den Superschlüpfer. Also die Karten sind übrigens alle, viele davon sind an gewisse Filme oder Sachen angelehnt. Der Superschlüpfer. Finde ich großartig. Was hast du denn noch? Zeuge 1 in Dr. Fuß Ära. Das ist grundsätzlich nie schlecht. Ja. Tausche deine Agentenfigur mit einem angrenzenden... Ja, das wäre mächtig, wenn du dadurch auch einen vernichtest. Ja, korrekt. Kann ich aber nicht. Doch, kannst du, weil du hast auch noch eine zusätzliche Bewegung. Du kannst dich mit dem Grünen immer bewegen und du kannst generell dich ja einmal bewegen. Hast du dich schon bewegt? Ja, einen habe ich mich bewegt. Dann kannst du dich ja auch mit dem Grünen bewegen. Das kann ich tun. Du hast ja die Spezialfähigkeit, du kannst beliebig weit, oder nicht? Dein Roboter, was hat er da als Eigenschaft? Achso, ich hätte beliebig weit gekonnt, ja. Ja, dann gehst du jetzt doch am besten. Du hast doch drei wieder in der Auslage, ne? Aber dann hätte ich das vorhin anders gemacht. Dann hätte ich das anders gemacht, dann hätte ich mich hier mit dem Dings bewegt, weil ich bin ja dann nur eins gegangen und hätte mich jetzt mit meiner Bewegung bewegt, weil ich jetzt bewege ich beliebig weit gehen. Und jetzt am besten tauschst du so, dass einer halt direkt vernichtet wird. Was darfst du jetzt nochmal? Tausche mit einer angrenzenden. Nee, du musst dann wohin, wo du angrenzend bist, oder nicht? Tausche deine Agentenfigur mit einer angrenzenden. Also du musst dann ins Nachbarfeld, damit es funktioniert. Ja, aber dann muss ich mich doch vorher erstmal bewegen. Ja. Ja, das ist doch meine Bewegung. Ja, und jetzt musst du dahin, mit welchem willst du denn tauschen? Ja, das geht, genau. Und der wird direkt vernichtet, ja. Tja. Nur hast du noch das was? Das kann ich machen, kann hier noch Selbststarrendes Stirnbart. Selbsttarnendes Stirnbart. Tarnendes. So, gemacht. Fertig. Dann kannst du die Karte behalten. Und das war's. Und das da. Und du könntest auch einen Loop machen sonst vorher, ne? Wenn du wolltest. Da sind ja zwei Grüne. Also wenn du willst, kannst du auch deine Karten resetten von einer. Das ist die Frage an. Da ist aber kein, es lohnt sich eigentlich nicht. Hattest du irgendeinen Roten entfernt? Ja, habe ich schon da hinten hingelegt. Ne, das lohnt sich vielleicht schon, wenn du dich mit dem da nämlich bewegen kannst. Nein, den habe ich doch verbraucht. Achso, den kannst du auch nicht resetten. Ich kann mich natürlich mit einem hier noch bewegen und dann noch was zu Zum Beispiel darüber und da entfernen, weil den haben wir doch auch noch nicht, oder? Doch, den haben wir schon. Von dem habe ich entfernt. Da haben wir grün schon? Ja, Okay. Ich glaube, mit dem grünen kann man auch immer nur ein Feld gehen, ne? Guck nochmal nach, aber ich meine ja. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Ja, ein Feld. Nee, die Banner kann ja mit dem Grün beliebig weit, das ist doch ihre. Benutzt du deine kostenlose. Nur bei der kostenlosen Bewegung. Gut. Dann fertig. Dann ziehen wir auf 3 auf. Alle, ja. Dann Dr. Fu. Dr. Fu kommt bei Grün. Das heißt. 4. 2 plus 2 sind 4. Das läuft aber nicht so gut, Leute. 1. 2. Uiuiuiuiui. Dann haben wir da den Vortex. Das heißt, die Aufgabe, die wir fast geschafft hätten, dann wird die Aufgabe entfernt. Dann kommt der Vortex hin. Und alle Karten würden vernichtet werden. Und ich weiß gar nicht, ob noch was passiert. Gucken wir gerade mal bei der Vortex-Zerstörung. Also die Roten kommen, die Vortex, ihr habt noch nicht verloren. Die wird genauso behandelt wie sonst auch. Das heißt, da können auch wieder Zeit, die Roten kommen weg. Also wir haben da wieder 3 Splätzle, aber die kann halt wieder zerstört werden. Also wenn es nochmal passiert, haben wir verloren, ne? An dem Ort. Hab ich schon verstanden.
Ja, das war's. Achso, und der vierte kommt wieder hin? Oder auch nicht? Nee, also weil der hat's ja... Der hat's ausgelöst. Dann sind alle weg. Okay. Genau. Ja gut. Ja. Du wolltest nur zeigen, wie es funktioniert, wenn Vortex kommt. Genau. So. Genau, das haben wir gemacht, dann machen wir jetzt Aktionen. Nee, jetzt kommen noch Duplikat und Karte. Achso. Ja. Dann haben wir die Karte. Entferne aus einer beliebigen Ära so viel rote, bis genauso viele da sind wie Duplikate. Kann er. Das wäre hier gerade sehr gut. Nee, wäre nicht gut. Nee, hier wäre es gut. Da, wo keine sind, ja. Aber wir müssen jetzt erstmal den Dreier da wegräumen. Duplikat habt ihr auch aufgedeckt, eins? Ja, habe ich aufgedeckt. Gut. Okay. Okay. Oder Matthias, ziemlich cool wäre natürlich, wenn du irgendwie hier hinkommst, weil dann hätten wir schon wieder einen hier. Ja. Grundsätzlich. Ach so, ja, da hast du recht. Das ist weil ich stehe ja benachbart. Nee. Ich stehe benachbart. Ah, richtig, da hast du recht. Aber dann könnte ich mich ja quasi einmal kostenlos bewegen und hier einen wegnehmen und mich bewegen. Kannst du vorher noch einen roten da entfernen vielleicht noch? Bevor du den grünen, dann du den grünen nochmal drauf. Ja, ja, ja. Dann entferne ich einen aus der Ära und einen aus dem Vortex, aber da ist keiner. So, dann und dann den grünen hast du schon weggetan. Genau. Da. Und jetzt ist dieses Ziel hier erfüllt. Mhm. Nein, noch nicht ganz. Ja, ja einmal halt. Ja. Ja. Gut. Erzeuge einen in der nächsten Ära oder in einem Vortex einen grünen. Das könnten wir auf jeden Fall nochmal machen. Was in der nächsten Ära oder ein Grün? Ja, also bei mir halt. Bei dir, ja. Was oder im Vortex. Wenn wir sagen, wir teilen das auf. Aufteilen ist halt ganz gut wegen. Dann kommt hier Bewegung, ein Grüner hin. Ne? Und wegen Loop, darf man nie unterschätzen. Loop wäre schon immer ganz gut, wenn wir die auch nutzen. So, und versetze ein Duplikat von der Ära, in der du dich befindest. Dann müsstest du nochmal laufen. Befindest du dich in einem Vortex, kannst du es um eine Ära weiterversetzen. Aber da wäre halt kein Duplikat. Dann müsste ich nochmal laufen. Hast deine Spezialfähigkeit schon eingesetzt? Weil du bist nämlich gerade in Gelb, ne? Das darfst du jederzeit. Ah, sein, ja, genau. Ziehe eine. Du darfst also noch eine Handkarte aufnehmen. Und versetze ein Feld. Aber von ihrer Ursprungsära. Was? Ja. Ja, ist doch aber gut. Ja, der ist doch weg. Ja. Vergiss deine Spezialfähigkeit nicht, du... Um Gottes Willen. Mann, Mann, Mann. Entferne 1 aus meiner Ära oder 2, wenn du dich in einem Vortex befindest. Ich befinde mich in einem Vortex, aber da ist keiner. Jetzt ist die Frage, bewege ich mich noch irgendwo hin? Mit dem Grün, dann könnte ich hier noch einen entfernen. Ja, oder ein Loop. Lohnt sich ein Loop? Musst halt auch immer beachten. Ne? Ja, nö. Dazu müsstest du die da ja benutzen. Ja. Dann könntest du die und die resetten. Ja... Weiß es nicht. Aber ich kann die erst benutzen, wenn ich mich bewegt habe. So. Deswegen würde ich mich bewegen. Und dann entferne einen aus deiner Ära oder 2, wenn ich mich in einem Vortex befinde. Ja, jetzt könntest du überlegen, ob du die 2 resettest, wenn es Sinn macht. Versetze ein Duplikat von deiner Ära. Befindest du dich in einem Vortex, kannst du es um eine Ära weiterversetzen? Tue ich auch nicht. Also, aber ja, doch, du bist nicht im Vortex. Kannst den grundsätzlich mal hier hinschieben, dann ist er näher zu. Ja, ist richtig. Das kann ich machen. Und jetzt könnte ich theoretisch noch einen Loop machen und noch was machen. Könntest du überlegen, ja. Du hast ja 2 mit roten entfernt. Ich weiß ja nicht, ob es sich rentiert. Ja doch, das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, also machst der erste Loop kostet immer 1, der zweite kostet 2, der dritte kostet 3 grüne. Das heißt, kann du ich zumindest noch einen entfernen hier, ne? Ja. Und dann einen aus dem Vortex, aber haben wir nicht. Ja, okay. Ja gut, also Vortex kann man mit deinen Karten relativ gut schützen, so wie es klingt. Ja. Ja. So. Dann war's das. Dann war's das. Kriegst noch die Karte. Genau, eine Karte noch. Noch die Karte. Wirf eine Karte in deine Auslage ab oder zerstöre sie. Vernichte. Dann bin ich eine Karte. Es sind übrigens nur noch 2 Karten da. Bei Blau sind wir jetzt. Mit dem, wo Dr. Fu ist. Ach nee, der kann auf Ablage sparen. 2 plus 1. Die habe ich gekauft. Da haben wir Glück gehabt. Einen darf ich entfernen. Welchen soll ich entfernen? Bei Gelb oder Blau? Und bei Gelb. Ja, dann tu einen weg. Einen darf ich mit meiner Spezialfähigkeit entfernen. Dann eine Karte und einen neuen Duplikat. Hier haben wir den spartanischen Schild, auch schön, ne? auf 300. Entferne bis zu 2 rote aus deiner Ära. Die sind beide hier gut. Also die Karten sollten wir irgendwie mal abgreifen.
Okay, das war jetzt alles, ne? Dann bin ich dran. Ich habe erzeuge einen in deiner vorherigen Ära. So grundsätzlich. Entferne einen aus einer der nächsten beiden Äras. Da könnte ich den oder den entfernen. Und bewege dich eine Ära weit und entferne dann einen. Wäre nicht so verkehrt, wenn wir mal hier sehen, dass wir den da irgendwie. Ja, ich überlege gerade, dass ich mehrere Sachen machen kann, die cool sind. Aber gut, es dreht sich ja, bevor ich dran bin. Ich glaube, ich bewege mich jetzt erstmal. Nee, warte. Doch. Entferne einen aus einer der nächsten beiden. Ja, das ist gut. Ich bewege mich. Eins. Dann entferne einen aus einer der nächsten beiden Äras. Da würde ich vielleicht einen aus dem gelben entfernen, bitte. Dann bewege dich eine Ära weit und entferne einen aus deiner Ära. Erzeuge einen grünen in der vorherigen Ära. Jetzt könnte ich die beiden... ich habe keinen grünen. Okay. Und dann nehme ich halt noch eine Karte auf. Was macht der? Entferne bis zu zwei aus deiner Ära. Vernichte einen aus der Ära. Dann nehme ich den hier. Vernichte heißt, der kommt auch nicht mehr in den Sack oder kommt der dann trotzdem wieder in den Sack? Was? In den Sack kommen sie immer. Okay. Kommen immer wieder. Weil der reißt ja dauernd in der Zeitschleife und macht neu. Okay, dann. Das war's. Matthias, walte deines Amtes. Dr. Fu. Ja gut, es sind ja alle Karten drin. Also die letzte müsste eigentlich die Farbe sein, wo er noch nie war. Purple ist aber jetzt schlecht. Zwei rote nur. Ja, es ist trotzdem schlecht, weil da kriegen wir hier den nicht erfüllt. Da kriegen wir den nicht mit erfüllt. Ne, dann müsste einer hier stehen oder einer hier. Ja, ist richtig. Und los. Seitdem du jetzt eine Karte, wo du einen anderen bewegen könntest, ja. Aber da müssen wir aufräumen. Weil die haben wir ja fast erfüllt. Sollten wir nicht nochmal machen. Das fand ich so ein toller Zug. Jetzt ist die Frage, wer muss sich gemerkt, was die letzte ist? Ne? Warum liegen die denn hier verschieden? Komm, wir gucken mal. Weil ich dachte, das wäre der Ablage. Grün, rosa, rot, gelb. Oh, hier ist... Mich erstmal hier rüber. Naja, beige. Oh nein, ich kann aber keine entfernen. Ich habe keine Karte zum Entfernen. Du hast keine zum Entfernen? Achso, wir dürfen wieder auf drei auffüllen. Mhm, ich schon. Und du kannst deine Batterie wieder laden. Das habe ich machen. Ich spiele aber erstmal das da. Ich ersetze einen von deiner Ära. Die Ding. Du kannst dich auch mit den Grünen bewegen. Ja, aber das bringt Problem nichts, ist, wenn du da, keine... Ich komme da auch locker hin mit der Bewegung, aber ich habe... Was machen deine Karten denn? Erzeuge ein Ding. Ja, dann machst du halt Grün, das hilft ja nichts. Was willst du denn da tun? Das machen wir erstmal. Du kannst ja bitte. Beamen mich hier hin. Mit deiner Fähigkeit. Mit meiner Fähigkeit. Erzeuge hier eins. Das ist der Postmann. Vielleicht kommen Asmodee-Spiele. Hier kannst du noch alles. Erzeuge einen in deiner Ära und bewege dich dann eine Ära weit. Das will sie aber vielleicht gar nicht. Weil vielleicht will sie die Karte haben, ne? Die kriegt sie dann nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie die ausführen will. Ich würde es nicht machen. Weil die Karte ist doch nicht schlecht. Warten wir mal ab. Dippede ist es. Aber man sieht, das geht dann relativ zügig, wenn man die Regeln initiiert hat. Wir können mal gucken, was ist denn das andere Szenario. Duplikate. Vernichte alle Superduplikate. Okay, also da sind immer Superduplikate im Spiel. Die müssen wir alle vernichten. Was haben wir hier? Zentrifugen. Feuerland. Achso, nee, nicht Feuerland. Doch, Feuerland ist gut. Das ist dann Arche Nova wahrscheinlich. Nee, das glaube ich nicht. Das ist Würfelbelten. Und Trails wahrscheinlich. Achso, das stimmt, das Arche Nova kommt doch von Ben. Der schickt uns das ja direkt. Dann haben wir alle Feuerland-Spiele auch da demnächst anscheinend. Das ist gut. Wir würden deine Karte wahrscheinlich nicht ausführen, weil du willst vielleicht die blaue Karte haben. Ja. Ja, dann ist dein Zug beendet und du kriegst die blaue Karte. Gut. Ja. Dann ist Matthias hier gleich, nicht jetzt hier beim Livestream. So, dann bin ich dran. Tada! Völlig überraschend. Sieht er noch beige. Ich nehme an, mischen. Ja.
Matthias, guck mal. Mhm. Vier. Ich seh. Vier rote, Matthias. Vier rote, das ist nicht schön. Nee, gibt Schöneres. Eins, zwei. Du hast nicht so mit dem Schwung. Bin ich wert von hier? Nee, guck. Das Geniale ist, der Matthias trinkt eigentlich keinen Alkohol, spielt dabei immer so, als hätte er getrunken. Ja. Auch eine Kunst. Auch eine Kunst. Oh, die sind durch, da passiert irgendwas. Das heißt, jetzt muss ich kurz gucken. Aber nach Matthias sein Zug, oder? Ja, wahrscheinlich. Also erst noch einen aufdecken und eine Karte. Lies mal noch die Fähigkeit vor. Ein beliebiger Agent versetzt ein Duplikat von seiner Ära. Wird es dabei vernichtet, erzeuge eine Energie in der Ära des Duplikats. Der Tobi schreibt gerade, ich bin nicht gerade sicher beim Zuschauen, ob es spannend ist. Es wirkt jetzt gerade nicht sehr kooperativ, kommunikativ. Guckst du denselben Stream? Also wir unterhalten uns gerade immer, in welcher Reihenfolge wir was machen. Also ich finde es sehr kommunikativ. Oder? War das jetzt nicht so? Ich werde jetzt erstmal Folgendes machen. Die Berner hat nur eben gerade beschissene Karten gehabt. Das ist ein Unterschied. Ich werde mich bewegen. Ja, kostenlos. Ich erfüllt das Ding. So. Warte, jetzt wartet mal. Wir machen hier gerade. Irgendwas wollte ich nachgucken, wann das da passiert. Ja. So, warte. Ja, aber ich würde dem Tobi schon recht geben, es ist kein Robin Hood oder sowas, wo du wirklich viel. Ja, du kommunizierst wahrscheinlich nicht, was du wann wie machen sollst. Finde ich gerade nicht. Wo stand denn das? Das ist ja Dr. Fu. Fu-Phase. Ne, aber hier, nee, steht, nee, passt schon. Hier steht ja nicht, das ist dann, man steht auch, passt, ist schon richtig so. So, erfüllt. Wir haben eine erfüllt. Gut, dann kommt die weg. Hier hin. Dann kommen natürlich auch die da weg. Und jetzt kriegen wir die Bonusphase. Und die Bonusphase war, es werden so viele Karten aufgedeckt wie Mitspieler plus 1. Und dann darf jeder davon eine Karte aussuchen. Wenn es Streit geben sollte, dann derjenige, der es gemacht hat, darf zuerst auswählen. Sorry. Und wichtig ist, die Karte kommt jetzt auf deinen Nachziehstapel. Du hattest, glaube ich, nicht so viel Zerstörenkarten. Wenn da irgendeine ich lese mal generell erstmal vor. Also, Merlins Elixier. Ziehe zwei Karten, behalte eine, lege die andere ab oder zerstöre sie oder lege sie zuoberst auf deinen Nachziehstapel. Lasersauger. Zwei beliebige Agenten können je einen Roten aus ihrer Ära entfernen. Oh, das heißt das auch die nicht am Zug ja, sind. Ja, das ist ziemlich gut. Hoverboard auf Rädern. Hoverboard auf Rädern. Versetze ein Duplikat von deiner Ära, bewege dich dann in eine Ära deiner Wahl. Und dann gibt es den Heiligen Gral. Erzeuge in einer angrenzenden Ära so viel Grüne, bis es genauso viele sind wie Dings. Also ich finde die Bewegungskarte sehr spannend. Zumindest Berner braucht sie, glaube ich, nicht, weil sie das ja als Sonderfähigkeit hat. Ja, dann ist okay. Ne? Dann würde ich das Hoverboard nehmen. Das Hoverboard mit Rädern, was dann kein Hoverboard mehr ist. Also ich würde eigentlich, glaube ich, den da nehmen. Oder wie willst du den nehmen? Dann nimm den. Was war der Unterschied zwischen den beiden hier? Ziehe zwei, behalte eine, leg die andere ab und zerstöre sie. Ich nehme die da. Wobei, ja, ich nehme trotzdem die. Und die Frage ist, was passiert da? Tobi sagt gerade, wirkt vielleicht auch gerade nur so, weil man die Kartenzüge im Stream beim Zuschauen nicht so folgen kann. Aber du hast ja gerade gehört, die Berner sagt ja, sie weiß, was du meinst, aber ich finde trotzdem, wir unterhalten uns ja trotzdem, was man wie tut. Die kommt wahrscheinlich raus. Ja, das gucke ich gerade, ich denke aber. Das war diese Bonusphase. Ja, aber es ist schon nicht so, also es ist schon richtig, zum Beispiel, wenn ich jetzt das direkt gegen Robin Hood oder so vergleiche, wo du tatsächlich überlegst, wo geht wer in der Gruppe hin und so. Das kannst du hier ja gar nicht so planen, weil das Ding sich immer dreht. Das heißt zum Beispiel, du kannst das gar nicht. Dümmst dich wenig ab eigentlich. Also zum Beispiel jetzt für die Aufgabe wäre, konnten wir ja gar nicht planen, okay, ich stelle mich mal dahin, damit du im nächsten Zug dann das machen kannst oder sowas. Das geht ja gar nicht, weil das Ding sich ja immer beliebig dreht. Also, wo war denn das mit dem Bonus beschrieben? Ach, hier steht auch das mit dem Lernkarten. Haben wir das gemacht? Nee. Das war jetzt gerade passiert, in welcher Phase? Jetzt eben am Anfang meines Zuges. Achso, genau. Mische diese und ja, passt. Aber das wird da erst eine Schlussphase gemacht. Jetzt muss ich nur noch den Bonus finden. Wo wurde der wurde erklärt, wo man es auflöst. Ja, es werden immer zwei aufgedeckt. Deckt die oberste Fu-Karte auf. Vortex, sobald mehr.
Doch, ja. Es sind immer zwei offen. Haben wir das falsch gespielt? Es sind immer zwei offen. Egal, dann decke jetzt erstmal die auf bei Dr. Fu. Und hätte man vorhin, als das passiert ist, auch das nächste Dr. Fu. Würdest du jetzt aufdecken, dann, also das da. Also, kann man ja mal vorlesen, was ich mache. Kann nur gerade nicht zuhören, weil ich immer noch den Bonus suche. Irrelevant, dann lese ich es trotzdem vor. Fu-Schmelze. Vernichte ein Duplikat in Dr. Fu's Ära. Viermal muss das Ganze machen. Oder Giganten-Quantenbombe. Erzeuge ein Energie in dieser Ära. Sechsmal. Oh, guck mal, da sind meine Energieerzeugungsdinger ja doch noch gefragt. Ach, das haben wir auch falsch gemacht. Hat hier eben einer gestanden? Nein. Das geht ja erst, wenn da einer steht. Wir machen hier Spielfehler, das habe ich auch erwähnt. Man muss, wenn die Mission erfüllt ist, dann noch seinen Zug beenden. Sonst geht das nicht. Dann lass die auch, genau. Das heißt, wir hätten jetzt auch noch nicht den Bonus bekommen. Dann müssen wir die nochmal zurücklegen hier. Damit wir aber jetzt nicht neue ziehen, gib mal die Karte, dann lege ich die gerade paar. Sobald wir es geschafft haben, decken wir die auf. Entschuldigung, noch ein kleiner Regelfehler. Wir müssen ja dann da enden, obwohl sie geschafft worden ist. Und dann gibt es die, hat keinen Einfluss. Nachdem ihr einen archiviert habt, erhaltet ihr eine kleine Belohnung. Und die andere wird zerstört. So, jetzt habt ihr auch alles gefunden. So, okay. Sorry, also wir müssen hier noch unseren Zug enden, damit ihr... Okay, findet. Matthias war aber durch mit seinem Zug, oder? Matthias war durch. Nee, dann mach noch. Ja, ja. So. Wenn er jetzt seinen Zug da endet, das wäre also optimal. Ich versuche es. Ich bewege mich ein oder zwei Ähren weit, befinde ich mich in einem Vortex, kann ich ein Duplikat mitnehmen, tue ich aber nicht, aber ich bewege mich zwei Ähren weit. Hättest du hier noch einen vernichten können? Nee, ne? Das bringt ja ein Ziel, wenn du es noch schaffst, auf dem Weg hier noch eins drauf zu tun. Nee, vernichten. Du musst aber ein Duplikat vernichten. Ja. Achso, ja, okay, dann passt. Mach weiter. Erzeuge einen Grünen in der Ära. Mhm. Zerstöre dann eine Karte vom Riesenplanstein. Nee, das will ich aber noch gar nicht machen. Das musst du aber machen, dann, wenn du die Karte ausführst. Ja, dann liegt ein Grün nochmal zurück, weil dann bewege ich mich mit dem anderen Grün, der da ist, dahin. Okay. Weil dann haben wir nämlich die Aufgabe erfüllt. Dann haben wir die Aufgabe erfüllt. Jetzt wird das hier Dings. So. Nein, er muss doch seinen Zug da beenden. Das heißt, du musst. Ach so, stimmt. Ja, erst nachdem du fertig bist. Ja. Genau. So. Dann kann ich die nämlich nicht. Achso, doch, ich kann mich. Genau, ich kann mich. Ich muss ja nicht. Dann erzeuge ich da noch einen Grünen. Und wenn ich das eine Karte. Und ich könnte mich jetzt in die bewegen, das will ich aber natürlich nicht. Ja. Und dann zerstöre ich noch eine Karte. Mhm. Das ist eine rote. Entferne ein oder eine entferne einen Zeitriss oder versetze ein Duplikat in der Ursprungsära dieser Karte. Rot. Nee, ist doch nicht rot. Doch, das ist rot. Ach, oh, nicht. Ja, das wird doch. Dann orange, Entschuldigung. Aber darfst du sie dann versetzen oder was? Versetze das oder versetze rot. Eins in der, genau, dann ist der weg. Genau. Und dann ist dein Zug vorbei, ist du willst einen Loop machen. Das möchte ich aber nicht. Und ich beende den da. Dann machen wir es jetzt richtig. Die gehen runter. Zack. Jetzt haben wir eine erfüllt. Dann gibt es die Bonuskarten, die ich schon bereitgelegt habe. Und die eine wird vernichtet. Das hatte ich nachgeguckt. Aber sehen Sie mir, welche hattest du? Die andere. Und die wird kommt oben drauf. Und dann wird ein nächster zweiter aufgedeckt. Und zwar beim Vortex. Und wenn da schon einer ist, die nächste. Jetzt haben wir es genau richtig rum. So, und da sind jetzt die Aufgabe, einmal vernichte in Dr. Fu's Ära ein Duplikat, das wäre aktuell hier, oder erzeuge einen Grünen in dieser Ära sechsmal. Und dann werden die hier gemischt. Und jetzt kommen sie auf die zweite Phase, das heißt, jetzt wird das Spiel schwerer. So, das heißt, erstmal wird eine Karte aufgedeckt.
Wir haben die Orange, ne? So, Orange. Zwei allerdings nur und einen darf ich entfernen. Sekunde, ja, so. Zwei. Ja gut, das macht es mir leicht. Dann so, werden zwei aufgedeckt. Und eine Cut. Die waren beide orange und rot. Und eine Cut. Steinkreise von Stonehenge. Wähle einen beliebigen anderen Agenten, führe die Fähigkeit. Die Sonderfähigkeit wahrscheinlich. Nee, einer Karte. Ah, okay. Ja, eine Artefaktkarte, seine Auslage aus, außer schwarzes Loch. Der Agent muss diese dann abwerfen oder zerstören. Okay, vielleicht. Okay. Das wäre dann sowas, wo es Sinn macht, alle dürfen auf drei nachziehen. Ne? Mhm. Ich bin orange. Wir versuchen. In Dr. Fuß, Ära, die Leute zu vernichten, was schwierig ist. Nee, vernichte einen in Dr. Fuß, Ära. Das geht ja. Wir müssen ihn dahin bewegen, so nach dem Motto. Ich müsste einen Orangen zu Orange bewegen. Dann. Wir haben aber auch keinen Orangen. Ja. Das sehe ich. Also geht das nicht. Erzeuge Grüne in dieser Ära. Mhm. Ja, ich habe zwei zum Erzeugen. Ja, dann solltest du das. Einen in der nächsten Ära und einen in der vorherigen. Das heißt, ich würde jetzt erstmal einen Grünen in der nächsten Ära erfüllen. Also erzeugen. Bitte. Und dann, nein. Ach so. Falsch. Du musst dich erst einmal bewegen. Ja, ist richtig. Und hier kann ich ein beliebiges versetzen. Das heißt, du willst dich erst einmal bewegen. Muss ich mit meiner Spezialfähigkeit. Dann ja. Mache ich Erzeuge 1 in der nächsten Ära. Ein grünes. In der nächsten. Ach so, wieder so rum, ja. Damit ist das Ziel erfüllt. Blau drauf oder was auch immer. Was? Oder kommen die Grünen da drauf? Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Ich glaube, es kommt die Grünen. Nein, das glaube ich nicht. Aber es sieht so aus von der Grafik. Ich glaube. Ja. Welche ist das? Wie heißt das Ding? Giganten. Weil das sind witzigerweise. Jedes Mal während eurer Aktionsphase könnt ihr einen Würfel auf eines der freien Felder der Mission platzieren, wenn ihr folgende Bedingungen erfüllt. Der aktive Spieler erzeugt eine Energie in der Ära, in der diese Mission liegt. Der aktive Spieler muss selber nicht in der Ära sein, um dort Energie zu erzeugen und Würfel auf die Mission platzieren. Ihr könnt mehrmals pro Zug, ihr könnt dieses. Nö, das ist jedes Mal, wenn ihr einen erzeugt, legt ihr da ein Aktionsding drauf. Nee, nee, nee. Gut, wir sind witzigerweise nee, genau 5. Ja, aber spannend. Es sagt nicht, dann musst du sonst grün. Du kannst die Farbe beliebig mischen, steht in der Anleitung. Gibt ja auch. Und, ja. Das war die erste Karte. Jetzt kann ich in der vorherigen Ära einen grünen erzeugen. Warte mal. In der nächsten Ära. Komm, ich mache aber in der vorherigen. Und jetzt könnte ich hier ein beliebiges versetzen, dann könnte ich noch eine Loop machen und dann noch nämlich immer machen. Also ich mache noch ein beliebiges versetzen. Welchen kann ich denn dadurch killen? Den könnte ich killen. Den könntest du killen. Den könnte ich auch killen, das sind schon zwei. Und den könnte ich killen. Welchen sollten wir killen? Einen, wo schon viele liegen, den da sollten wir killen. Ja. Der geht eins rüber. Dann mache ich einen Loop. Das heißt, da wo ich bin, den grünen bitte raus. Ich resette die und dann mache ich erzeuge einen grünen in der nächsten Ära. Und ich kann schon wieder einen versetzen, das heißt, ich kann noch einen killen. Dann ja den, weil ich ja. Zwei, ne? Der nächste Loop wird mich zwei kosten, das geht nicht. Das war mein Zug. Dann müssen wir wieder Dr. Fu. Kabuff, der will diesmal zu Lila. Zwei Stück. Oh oh. Alle Karten vernichtet. Der kommt hin. Und jetzt wird in Dr. Fuß Ära eine neue Aufgabenkarte aufgedeckt. Was will ich? Ah ne, sind ja noch zwei da. Passt. Ich kann, weiß nicht, ob der Grüne nicht auch vernichtet wird. Gucke ich gleich nach. Lassen noch liegen. Ich gucke nach. Und das könnt ihr schon mal machen. Vernichteter Vortex. Haarteil der Macht. Ich habe eine Ahnung, wer gemeint ist. Erzeuge eine Energie in beiden früheren Ähren. Trump oder was? Ja, das ist eindeutig Trump. Eine blonde Perücke mit einem roten Käppi. So, Das lügt nicht. Nein, das lügt nicht. Nee, nur auf dem Missionsteil soll man alle Würfel entfernen, steht hier. Oder? Entfernt zunächst, wenn auch noch vorhandenes Maschinenteil.
legt alle Würfel darauf zurück. Ne, dann auch den grünen. Ja, der grüne ist auch weg. Okay, dann machen wir erstmal hier rüber. Also, wie heißt das Strump-Ding? H-Teil der Macht. Okay. H-Teil. Und du erzeugst Energie in den früheren Ähren. Mhm. So, bin darüber. Ja, macht Sinn. Vernichte ein Ding in deiner Ära. Vernichte ich den da. Ist hier. Boah, die sind aber auch nicht gut da. Weil das die. Weil das Dr. Fuß ist. Richtig. Gut gemacht. Zeuge ein in Dr. Fuß Ära. Das würde vielleicht nicht schaden, weil du bist da. Und die Frage ist, ob ich noch. Das dann setze einen von deiner. Ich noch eins. Okay. Ja, die Grünen kannst du auch trotzdem da generieren, hat doch damit nichts zu tun. Den brauche ich doch zum Bewegen. Ach so, ja, okay. Ja, ja, ist okay. Den versetze ich hier rüber. Versetze einen von deiner Ära. Ja, jetzt kannst du überlegen, ob es Sinn macht. Einen Loop zu machen. Du hast ja drei Grüne, also andererseits. Drei Grüne ist viel Zeug. Also wenn es was bringt, was du dann machen kannst. Aber ja, denke schon. Ja, ja, kann ich schon. Kannst du den Violetten auf jeden Fall killen. So. Achso, nee, Quatsch, ich muss dann die zwei, Entschuldigung, den ja nicht. Und ich weiß nicht, ob du noch einen Grünen da oben machen kannst. Ära. Dumm. Ein Grüner da oben wäre natürlich auch mega, aber das kriegst du wahrscheinlich nicht hin. Nee. Vernichte einen in deiner Ära. Ja, dafür müsste ich mich bewegen. Dann nimmst du halt wieder Nee, aber das bringt ja nichts, das ist nur ein Schritt. Dann müsstest du dich zweimal bewegen. Ja, okay. Und dann vernichtest du einen. Und dann vernichte ich einen. Der am weitesten weg ist. Der Violette ist 3 entfernt, der Grüne 2. Den sollte ich. Ja, der ist weiter weg. Dann müsstest du 3 schieben und für den müsstest du 2 schieben. Jo, das war's. Dann Matthias. Ja, dann bitte nicht blau. Blau. Das siehst nicht gut. Es gibt ja eine Chance, dass er bei den anderen rausrutscht. Es sind nur 2. Tadam. Okay. Verloren. Nee, noch nicht. 4. Beim nächsten haben wir dann verloren. Ach so. Alle Würfel entfernen. Kommt der zweite noch rein? Dann wahrscheinlich nicht, oder? Da hinten hin. Was? Ja, doch. Doch. Ja, wie schön. Aber nee, das würde ja gleichzeitig passieren, oder? Weil, das ist jetzt die Frage. Vernichtet, also macht dann zählt der jetzt für den Vortex? Das weiß ich nicht. Warte, ich guck nochmal. Feder des Quetzalcoatl. Sobald mehr Zeitrisse platziert werden, ja, also ja, dann ist es so richtig, wie wir es gemacht haben. Das muss sofort gemacht werden. Feder des Quetzalcoatl. Okay. Mach eine Artefakt in deiner Auslage einsatzbereit. Sobald du sie erneut benutzt hast, wirf sie ab oder zerstöre sie. Also kannst du einen doppelt benutzen, wenn du die Karte hast. Und noch 2 Duplikate. Ja, die haben wir auch noch. Also wir zeigen sehr gekonnt, wie man das Spiel nicht spielt anscheinend. Ja. Wir hätten, glaube ich, die Loops am Anfang schon besser einsetzen müssen. Ja, aber es hat ja teilweise keinen Sinn gemacht. Ja, aber wahrscheinlich haben wir vielleicht 2-3 Sachen vielleicht übersehen. Das kann ja sein. Das mag schon sein. Aber wenn man es das erste Mal spielt, weil wir spielen ja jetzt gerade das leichte Spiel. Aber es läuft aber auch nicht gut. Zum Beispiel dafür hier, vernichte 1 in Dr. Fuß Ära, wenn da keine drin sind. Müssen wir halt hin. Es würde ja auch zählen, wenn einer da liegt und du die Karte einsetzt. Ne? Also es muss nicht nur durch hinschieben. Ja, schon aber klar. Setze ein Duplikat, das kann ich nicht. Entferne, kann ich auch nicht. Wirf ein Dings in Auslage ab, das würde gehen, aber das will ich nicht. Also muss ich mich erstmal bewegen. Achso, habe ich vergessen, ihn zu drehen. Ich auch, das vergesse ich die ganze Zeit. Erstmal bewegen. So, vernichte ein Dings aus der Ära. Erfüllt das irgendwas? Nee. Entferne dann 1 aus einem Vortex, aber da ist nichts. Leider nicht. Du hast ja die ganzen Vortex-Karten. Habt ihr einen Streaming-Plan? Ja, Tobi, steht auf Klickenabend, Facebook und Twitter. Wir haben einen Streaming-Plan. Aber nicht ganz genau, sondern nur, was wir jeden Tag spielen, morgens, mittags, abends ungefähr. Ich muss sagen, dass du als nächstes spielst.
Und wir ersetzen theoretischerweise Spiele, wenn, oder bringen sie rein, wenn es geht. Das nächste wäre ein englisches Kartenspiel, wo es darum geht, englische Begrifflichkeiten. Weiß nicht, nächstes K3. Ach ja, K3 spielen wir als nächstes. Und dann. Hat der Tobi schon gespielt. Hast du schon gespielt, Tobi, richtig. Und heute Nachmittag wollten wir Atlantis Rising spielen. Und heute Abend wollten wir auf jeden Fall spielen Caput Regni. Tatsächlich ist das ein blöder Zug. Ich kann kein Duplikat aus meiner Ära versetzen und mich dann bewegen, weil da ist nichts. Du hast keinen grünen. Ich kann jetzt eine Karte hier abwerfen oder vernichten und dann ein Duplikat in der Ursprungsära der Karte machen. Ist aber auch in beiden nichts. Die bringt dir aber auch gerade nichts. Die bringt mir aber auch nichts. Nee, das war ein dober Zug. Tja, das ist doof. Ja. Das war's schon? Ja. Das ist nicht so gut. Ich hätte gerne rosa, wie die Mona Lisa. 3. Oh oh. Einen darf ich entfernen. Ja, das wäre doch ein guter. Leute. 2 Duplikate und eine Karte kommt ins Spiel. Der Spiegel der Amaterasu. Ziehe eine Karte, entferne einen roten aus der Ursprungsära dieser Karte. Achso, ist blau. Hatten wir die Karten hier entfernt? Nein. Ja. Ich kann einen aus meiner Ära entfernen. Bewege dich eine Ära weit und entferne dann einen aus deiner Ära. Das ist doch gut. Also ich entferne erstmal einen aus meiner Ära. Jetzt könnte ich mich entweder mit der Karte bewegen und einen rechts entfernen oder ich gehe erst rüber. Es wäre gut, wenn du hier ein Duplikat vernichten könntest. Irgendwie. Kannst du nicht. Ziehe 2, behalte eine, leg die andere ab. Warte mal, dann benutze ich die. Ziehe 2, behalte eine, leg die andere ab oder zerstöre sie oder leg sie zuoberst auf deinen Nachziehstapel. Oder habe ich die volle freie Wahl? Dann würde ich... Weil das ist hier Mr. Fuß und den gelben kann man auch relativ easy zerstören. Mit einem Versetzen. Dann behalte ich die und lege die hier oben drauf. So, dann hätte ich noch den Streuner. Das heißt, ich würde jetzt den Streuner bewegen, beweg dich eine Ära weiter und entferne dann einen aus deiner Ära. Einen roten. Und dann nehme ich die Handschuhe, versetze einen von deiner Ära, eins rüber. Dann habe ich nämlich eine Aufgabe erfüllt, wie du gewünscht hast. Mhm. Und mit einer Loop könnte ich jetzt eine Karte nochmal machen. Bringt uns das was? Der Rote bringt nichts. Ich könnte hier noch einen Roten entfernen. Oder ich könnte mich wieder bewegen. Und schwarze Löcher konntest du doch nicht loopen. Ah. Das ist richtig. Aber wir haben da so viel Grüne. Ich finde, ich sollte loopen. Naja, entferne noch den einen Roten. Ja, dann loop mal. Dann kann ich den einen Roten noch entfernen. Jetzt könnte ich für 2 nochmal looten, aber das ist nicht so gut, glaube ich. Ich könnte mich natürlich auch noch bewegen, um eine Karte aufzunehmen. Aber auch das schaffe ich gerade. Schwierig. Achso, das könnte ich auch hier machen. Aber nur ein Feld weit. Ja, dann müsstest du dich hier 1 oder 1 und dann mit deiner Karte bewegen. Welche Karte hättest du gerne? Da erzeugst du Energie in den vorherigen Ehren. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dann bewegst du dich dahin und jetzt mit deiner Spezialdinge. Dann nehme ich die Karte auf. Ja, bitte schön. Dankeschön. Das war der kooperative Anteil. Die Mitspieler geben mir Tipps. So, dann bin ich tatsächlich fertig. Lade mich wieder auf. So, und es kommt eine Karte. Also nee, nicht so eine. So eine. Rot. Hier. 3. War der hier? Ja, ne? Ja. Auf Lila wäre er wohl nicht, dann wäre er ja schon... Richtig, dann 2 aufdecken und eine Karte kommt wieder ins Spiel. Edisons Glühbirne. Wähle einen beliebigen anderen Agenten. Dieser führt die Fähigkeit, eine Karte in seiner Auslage aus und legt sie dann ab oder zerstört sie. Grün. Ich glaube, das geht nicht gut aus. Aber wer weiß. Achso, ich darf wieder auf 3 nachziehen. Oh, das ist ja ärgerlich. Hast du so eine kooperative Karte, dass wir was tun dürfen? Aber bringt nichts, weil... Was macht denn die Karte? Ihr dürft rote Würfel entfernen. Ja, blau, bringt doch was. Ich bin blau. Aber es sind doch beliebig. Ja. Da kannst du einen entfernen. Ja, das kann ich gleich noch machen.
Hast du eine Karte, wo du uns bewegen kannst? Nein. Nee, ne? Schade. Tausche deine Agentenfigur mit einer angrenzenden Ding. Ja, das mache ich gleich. Das mache ich, will ich aber hier drüben machen, damit ich dann... Da ja, hier ist es. Achso, ja, da willst du es machen, damit wir gleich die Aufgabe erfüllt haben. Mhm. Ja, dann machst du halt trotzdem... Zwei beliebige Agenten. Dann hat man dich einen entfernt. Ja, dann bewegst du dich mit deinem Beamer wahrscheinlich rüber. Beamer umdrehen. So, dann spiele ich die, tausche deine Agentenfigur mit einer angrenzenden Dings. Dann ist ein Ziel erfüllt und die kommt in den Sack. Und was kann deine letzte noch Dolles? Erzeuge einen Grünen in deiner Ära, bewege ich dann eine Ära weiter. Das wäre cool, wenn du das da oben schaffst, aber wir haben nicht genug Grüne. Ich komme zwar dahin, aber dann nicht weiter. Ja, das ist richtig. Und andersrum komme ich auch nicht. Ja. Dann bewege dich dann eine Ära weit. Ja. Du kannst natürlich auch... Kriege ich noch die Cut. Ja, du könntest auch einen Loop machen und hier noch einen entfernen, theoretischerweise. Aber wie denn? Ach so, mit dem da. Dann hättest du die Karte noch nicht gemacht. Hättest die geloopt. Kann ich machen, da einen entfernen. Genau. Jetzt mach ich die und jetzt da. Machst du die, genau. Die da rein. Die Cut. Immerhin. Das Beste rausgeholt, was geht. Jop. Jop. Das ist aber beige. Ist doch gelb. Ist nicht beige, gelb und braun. Dann 3, ne? Mhm. Ui. Das wurde auch gut verteilt, ja. Instabile Cola. Wirf eine Fahrt, ein Artefakt in deiner Auslage ab oder zerstöre sie. Erzeuge 2 Energie in ihrer Ursprungsära. Mhm. Instabile Cola. Instabile Cola. Du bist grün. Gut. Du kannst was Rotes, Grünes und du kannst von jedem etwas. Wir bräuchten, also erstmal, ich könnte... Wir bräuchten, dass du einen vernichtest in Gelb. Kriegst du das hin? Kriegst du den Gelben rübergezogen da? Achso, also ich könnte eine eurer Aufgabenkarten benutzen und ihr müsstet diese dann aber ablegen oder zerstören. Genau. Dann, wenn du die... Achso, muss ich die dann als Charakter ausführen? Nein, ich führe sie aus. Dann mach die, weil dann... Nee. Führe die Fähigkeit einer seiner Auslage aus, außer schwarzes Loch. Der Agent muss diese dann abwerfen oder zerstören. Kriegst du irgendwie den beigefarbenen Marker auf beige? Weil dann vernichtest du einen Fu und die Karte wäre da erfüllt, wenn du da deinen Zug beendest. Oder ansonsten kann ich im Zweifelsfall hier was produzieren, damit wir da mal weiterkommen. Schwierig, weil ich kann mich erstmal ja nur einmal bewegen. Also mit der Aktion könntest du die nutzen, da könntest du einen aus einem der nächsten beiden Ära entfernen. Da könntest du hier einen roten entfernen mit der hier. Und hier bis zu 2 aus deiner Area. Das heißt, wenn du dich erst bewegst, und nee, dann kannst du nicht mehr nutzen. Nee. Das Problem ist, die einzige Dings, wo ich mich beliebig bewegen könnte, ist ein Wagnis, weil ich mich dahin bewegen könnte, wo ich es aufdecke und dann bin ich da weg. Also, oder dann ist die Karte weg. Ja. Das heißt, das bringt nichts. Nee, das, wenn, dann solltest du es die blaue nutzen, du hast ja recht. Die Frage ist, willst du was Grünes erzeugen oder willst du rote entfernen? Was Grünes erzeugen ist auf Dauer sinnvoll, aber ja, hier ist gefährdet, aber jetzt hatten wir gerade Gelb, Wahrscheinlichkeit, dass Gelb ich kann nur in der vorherigen ist. Erzeugen, was kannst du in einer angrenzenden Ära, also dann Werner ihre vielleicht. Dann hättest du auch einen Grünen da, wo du dich hinbewegst. Vielleicht. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Dann habe ich die benutzt. Was muss die Werner mit der Karte machen? Abschmeißen. Also entweder zerstören, wenn sie die will, oder einfach auf ablagern. Also kannst dein Deck auch entschlacken. Ja. Macht Sinn. So, dann kann ich mich bewegen. Hatten wir Blau, hatten wir auch erst, ne? Aber Geld kommt auch nicht. Es kommt wahrscheinlich Grün oder so, glaube ich. Ja gut, da ist im Moment nichts. Dann kann ich mich bewegen und dann kann ich einen entfernen. Zack. Was war das andere? Zwei, wenn das ein Vortex wäre. Ja, okay. Versetze von deiner Ära ein Dings. Befindest du dich im Vortex, kannst du es noch einen weiter versetzen. Das kann ich nicht. Ich könnte den Grünen einen weiter schieben. Ja. Oder ich. Ja. Hm.
Kannst du ein Limit eigentlich von denen, die da auf dem Ding sind? Vermutlich nicht. Ich schieb den tatsächlich einfach. Kannst du das hier nur einmal machen eigentlich? Einmal, ja. Ja, schade. So, dann ist die auch. Und jetzt erzeuge ich eine Energie hier. Mhm, da kannst du entweder loopen und dann zerstöre oder dich bewegen. Zerstöre ich eine Karte und ich könnte mich auf die Ursprungsära dieser Karte bewegen. Das wäre dunkelgrün. Das wäre. Du könntest eine Karte aufnehmen. Ich könnte eine Karte aufnehmen und vielleicht kommt gleich grün. Ja, okay. Willst du mir loopen? Kannst du jetzt nicht mehr. Kann ich jetzt nicht mehr. Gut. Aber ich kann diese Karte nehmen. Okay. Uff, danke. Die Berner kann das auch auftanken. Grün, wie wir es gesagt haben. 4, 2, 3. Ich habe es versucht. Aber oh, es war mehr so, ich kann einen entfernen. 2, 3. Oh, Berner war sehr schön. 4, 5. Einen darf ich entfernen. Vielleicht da, wo viele Marker liegen, also da, ja. Gut, was waren die Aufgaben? Grüne erstellen oder einen hier Doktor einen vernichten. Da einen vernichten. Also kannst du einen irgendwie. Ich habe grüne. Also, ich hätte aufziehen dürfen. Grüne der vorherigen. Ich habe einen aus einer der nächsten beiden Äras. Da müsste ich mich. Wo muss ich? Der nächsten beiden. Und wo wollte ich vernichten? In grün. Also müsste ich vor grün. Entferne bis zu 2 aus deiner Ära. Ja, aber das sind doch die roten. Das bringt ja, ich sehe es ja. Was soll ich denn machen? Nix. Nix, hör auf. Lass es. Mach halt die 2 aus deiner Ära zum Beispiel. Entferne bis zu 2 aus meiner Ära, das wäre schon mal gut, dann sind sie leer. Entferne einen aus einer der nächsten beiden Äras. Kannst du auch machen, schadet ja nichts. Kann ich machen. Erzeuge einen in der vorherigen Ära. Dann hätte der ja eine, eins, ja. Das war's. Könntest du noch halt bewegen, oder? Ich könnte mich bewegen und dann könnte ich nochmal. Ja. Dann könnte ich loopen. Dann kannst du loopen. Entferne einen aus der nächsten beiden Ära, entferne bis zu 2 aus deiner Ära. Das, ja. Wenn du dich hierhin bewegst und dann in die vorherige Ära Energie machst, hast du hier noch eins. Das stimmt. Dann bewege ich mich. Dann loope ich, ne, oder was? Mhm. Das sind die beiden. Erzeuge einen in der vorherigen Ära. Du hast vollkommen recht. Und dann entferne einen aus einem der nächsten. Das bringt dann halt gar nichts. 1, 2, das ist dann halt so. Ist dann halt so. Das war gut. Aber es war trotzdem gut, ne? Okay. Da ist leer. Jetzt wird es aber einfach nur gemütlich. Jetzt sind wir in Phase 3, genau. Und jetzt wird es richtig hart. Und dann ist auch rum das Spiel. Ne? Das läuft nicht so gut. Decke er mit der Fuge auf. Wow. Ich glaube, bei dem Spiel ist aber auch essentiell wichtig, dass die Karten offen liegen. Also ich glaube, es stand auch in der Anleitung. Also es macht ja gar keinen Sinn, die auf der Hand zu halten. Dann ist es nämlich gar nicht kooperativ. Also man muss schon sehen, was die anderen so haben. 3 Artefakte, hier 3 Duplikate. Das ist jetzt aber wieder Mist. 3 Duplikate, Walte deines Amtes. 3 Duplikate Platz. Hole beliebig viele angrenzende Duplikate in deine Ära. Angrenzende in deine? Das ist der Erdbeerdonut. Der Erdbeerdonut. Also du lockst die an, weil die da drauf stehen. Das ist so ein Boomer-Ding. Ne? Ja. Oh, das ist gut. Also mache ich doch erstmal das da. Vernichte ein Ding da in deiner Ära. Oh, und dann wird das Ziel erfüllt. Das heißt, wenn du auf beige endest, erfüllt, dann kriegen wir Boni und kommen dem Ziel 1 näher. Und haben die Hälfte des Spielziels erreicht, während wir kurz davor sind, drauf zu gehen. Das ist in Ordnung. Loser Buttons for everybody. Es wird nochmal spannend. Wege ich mich halt 1. Das habe ich vergessen zu drehen. Wege ich mich 1. Erzeug hier mal noch 1. Ah ne, Quark. Ich hätte anders gemacht. Ich hätte mich noch nicht bewegt. Ich hätte hier gemacht. Erzeug ich 1, bewege mich 1. Mit dem Grünen oder mit deiner Fähigkeit? Mit der Fähigkeit. Ja. Okay. Ja. Mhm. Entferne 1 aus deiner Ära. So. Kannst du noch grüne erzeugen? Wo hat er erzeugt? In deiner Ära. Ja, das dann machst du das noch. Genau. Dann zoomst du jetzt rüber. Zoom ich rüber und dann muss ich nämlich noch loopen. So, jetzt muss ich einen Loop machen. Da sind ja genug. Genau, jetzt suchst du dir ein Symbol aus und dann würdest du die da auch resetten. So, dann entferne ich einen aus meiner Ära. Ja, läuft auch.
Erzeuge ein. Das Spiel kann man, glaube ich, nur gewinnen, wenn drei Vortex da liegen oder über. Ja. Und bewege mich in eine beliebige Ära. Aber das ist doch jetzt fast gut. Dann haben wir zwei nämlich fast fertig. Ist die erfüllt. Genau. Also, dann ist die hier erfüllt, ja. Sorry, genau. Dann kommen alle Steine, auch die grünen und roten, alles runter. Die kommt hier auf unsere Siegestrophäenreihe. Und wir kriegen Karten, vier Stück. Und jeder darf eine behalten. Und die kommt auf den Nachziehstapel. Das heißt, die kriegst du jetzt sogar direkt auf die Hand. Ich lese vor. Der brutale Entlokalisierer. Versetze ein Duplikat aus deiner Ära, erzeuge ein Energie oder entferne eins in deiner Ära, in die es versetzt wurde. Jeder Spieler zieht eine Karte und wirft dann eine Karte aus seiner Auslage ab oder zerstört sie. Also jeder darf nochmal eine nachziehen, wenn er blöde Karten hat. Tausche deine Agentenfigur mit einem Duplikat in einer beliebigen Ära. Dann kannst du dich beliebig weit bewegen im Prinzip. Entferne einen aus deiner Ära, bewege dich dann in eine Ära deiner Wahl, einen roten. Die sind alle gut. Ich darf zuerst. Ja. Der Matthias hatte so ein Problem mit seinen Karten, aber vielleicht sind auch die anderen besser. I don't know. Achso, warte mal kurz. Wir müssen hier noch eins aufdecken. Ja, machen wir gleich noch. Wann, genau, da wäre jetzt die Frage, wann macht man das? Nachdem er die nächste Dings auswählt? Immer oder? Sofort, wenn eins erfüllt ist, okay. Aber das ist ja jetzt alles also gleichzeitig. Jetzt wäre es eh egal. Ist ja genau. Eh nur noch eins. Jetzt aber ja, egal, es wird sofort gemacht. Loop. Führt ein Loop in einer Ära aus. Ach, egal, aber in jeder sozusagen, okay. Sechs unterschiedliche. Die hätten mal vorher kommen sollen, wir haben eben gerade die ganze Zeit geloopt. Ja, sechs unterschiedliche von sieben. Versetze einen aus deiner Ära, entferne einen aus deiner Ära, bewege dich dann in die Ära deiner Wahl. Ich glaube, ich nehme den hier. Der kommt auf den Nachziehstapel. Ja, habt ihr alle gemacht? Ja. Gut. Und jetzt, wer ist denn super? Karte. Meine aber ist krass. Matthias ist dran. Karte. So, kannst du auch an jedem Ding sehen. Orange. Oh, oh. Oje, es sind fünf. Das war's. Weiß man noch nicht. Sehr wahrscheinlich. Eins. Jo. 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 Jetzt bitte da. Boah! Das war jetzt purer Suff. Du hast doch die ganzen Vortex-Karten oder wie war das? Da sind jetzt Vortex, ohne ja. Ende. Und jetzt habe ich sie nicht. Toll, Matthias. Ja, jetzt habe ich Energie erzeugt. Bewege dich ein oder zwei Ehren weit. Befindest du dich in einem Vortex? Nein, kannst du. Hier, Energieerzeugung. Energie. Und denk an die noch. Orange, bringt das uns was? Versetze ein Duplikat aus deiner Ära, das wäre dann da. Erzeuge ein Energie oder entferne einen Roten in der Ära, in die es versetzt wurde. Oh, sehr nur, vergiss die Karte nicht. Vielleicht. Also wir müssten Energie erzeugen, wir müssten loopen und wir müssen Rote entfernen. Ja. Yeah. Ja. Was macht deine Energieerzeugkarte? Erzeuge einen in der nächsten Ära oder in einem Vortex. Das ist doof. Das ist nicht so. Sind genau nicht da. Mhm. Zerstöre einen vom Riesenstapel, entferne eine Energie oder versetze ein Duplikat in der Ursprungsära der Karte. Gut, das ist ein Glücksding. Bewege dich ein oder zwei Ähren weit. Das kann ich natürlich zuerst machen. Befindest du dich in einem Vortex, kannst du ein Duplikat mitnehmen. Das tue ich nicht, aber ich kann mich natürlich zwei Ähren weit bewegen. Okay, warum willst du dahin? Okay. Weil ich dann in der nächsten Ära eine Energie erzeuge. Ja, okay. Dann hast du aber jetzt keinen Loop, ne? Dann habe ich jetzt keinen Loop. Dann ist das halt so. Bei der anderen hättest du Loop. Aber ich zerstöre jetzt nämlich eine Riesenkarte. Ach so. Und entferne oder versetze ein Dings in der Ursprungs. Das ist rot. Da kann ich jetzt ein Dings. Ja, du kannst nur das machen. Genau. Versetzen kannst du nicht. Voll kann ich nicht. Dann machen wir das. Oh, das ist jetzt. Nicht ganz so stark gewesen, aber fast die dritte Aufgabe erfüllt. Toll. Hat's noch. Rot ist wenigstens etwas. Zwei. Und einen darf ich entfernen. Zwei. Einen darf ich entfernen. Jo, überhaupt nichts los. Versetze einen in. Von deiner Ära? Wo hocke ich denn überhaupt? Dahin. Da. Könnt also einen vernichten. Bringt uns das erstmal was? Oder den da dahin.
erstmal irrelevant. Erzeuge einen in der nächsten Ära. Das bringt uns nur was, wenn ich da bin, wo ihr seid. Und erzeuge jeweils einen in beiden früheren Ären. Das bringt. Achso, das ist schon erfüllt da, oder? Nein, einer fehlt noch. Ich hatte Matthias jetzt gerade gemacht. Nein. Dann mache ich das. Erzeuge jeweils einen Grünen in beiden früheren Äras. Da und da. Und dann ist es erfüllt. Das heißt, ich sollte meinen Zug da beenden. Erzeuge einen in der nächsten Ära. Warum nicht? Versetze einen von deiner Ära. Dann mache ich. Dann lösch mal einen. Welchen, den oder den? Ist egal, den Orangen. Dann bewege ich mich eine Ära weiter. Und jetzt würde ich loopen, weil dann haben wir auch schon mal eine erfüllt. Und dann loope ich die zwei. Wo ist er geloopt? Versetze einen von deiner Ära, dann kann ich ja nochmal einen killen, oder? Oder grün. Ja, ist egal. Ist wurscht. Erzeuge jeweils einen in den beiden früheren Äras. Wieder grüne. Bei euch und eins dahinter. Ich könnte nochmal loopen, aber es bringt uns nichts, außer dass ich jetzt wieder Leute lösche. Soll ich nochmal loopen, damit die alle da ein bisschen verschwinden? Und grüne an die Macht, damit ihr loopen könnt vor allem. Komm, ich loop nochmal. Kostet mich zwei. Dann mache ich wieder, erzeug jeweils einen grünen in den beiden früheren. Und versetze einen von deiner Ära. Dann lösche ich jetzt den grünen. Und nochmal loopen kann ich nicht und macht auch keinen Sinn. So. Warum? Du könntest also. Der nächste kostet mich drei. Ja, du könntest dich bewegen. Ja, aber das. Ach, so. Willst du nicht. Ah, nee, willst du nicht. Wenn man die Idee. Okay. Ich kann mich bewegen und nochmal loopen kann ich machen. Aber dann erfüllen wir die nicht. Richtig. Ja, du hast recht. Gut, dann wird die erfüllt, alle Steine da weg. Haben wir eigentlich eine Karte gekriegt? Ja. Ja. Ah, okay. Ich habe die Karte hier mit der. Nein, ich meinte hier. Ja, ja. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Dinge aufgedeckt. Ah. Gut, jetzt mach trotzdem, damit wir es nicht vergessen, das Teil hier noch hier hin. Und gleich gibt es noch Boni. Haben wir was vergessen? Excalibur, versetze ein Duplikat aus deiner Ära und lege es in einen Vortex. Versetze dann eins aus einem Vortex. Da. So, das war jetzt noch Start, was wir vergessen jetzt haben. Jetzt gibt's Boni. Jetzt gibt's Boni. 1, 2, 3. Und theoretischerweise würde noch eine Karte aufgedeckt werden, aber wir haben ja keinen Auftrag mehr. Ne? Wir sind ja in der letzten. Also tatsächlich knapp jetzt noch. Ja, wer hätte es gedacht. Wir haben die abgelaufene Currywurst. Mache eine Karte verfügbar, also deck sie auf, ne? Und erzeuge zwei in ihrer Ursprungsära. Vernichte ein Duplikat in Dr. Fuß Ära, vernichte dann ein Duplikat angrenzend zu Dr. Fuß Ära. Auch gut. Die kann man halt nie loopen. Ziehe eine Karte, erzeuge ein Grün an ihrem Ursprungsort. Nimm ein Duplikat aus deiner Ära und lege es in Dr. Fuß Ära oder entferne einen Roten aus Dr. Fuß Ära. Du darfst zuerst wählen. Ja. Was habe ich denn hier so? In der Zwischenzeit. Ich glaube, ich nehme die Currywurst oder will die eine haben? Nee, nimm sie ruhig. Okay. Achso, die kommt dann hier drauf. Hab schon lange keine Currywurst mehr gegessen, fällt mir da ein. Ja, wir brauchen ja grüne, ne? Ja. Das ist ja schon ganz gut. Und die sind grundsätzlich gut. Das ist halt nur die Frage, welche du mächtiger findest. Das gehört ja schon zu den Spielen, wo wir alles brauchen. Aber grüne sind wegen den Loops natürlich und dem Laufen gut. Das war's, ne? Dann sind wir jetzt nächster Spieler, genau. Das heißt Werner. Mhm. Digga. Lila. Oh. Ja. Oh, da liegen zu viele. Oh, schon wieder. Eins. Uiuiui. Und das war's. Das war sowieso klar. Ja, wir haben eh verloren. Wenn er da rein wäre, der letzte. Nee, egal. Ja. Das heißt, wir haben knapp verloren, weil drei haben wir geschafft. Jetzt würde ein doppelter Vortex entstehen und damit haben wir automatisch verloren. Warte mal noch mit dem Sortieren. Ich kann meine Karten raussortieren. Ja, kannst du machen. Können wir gleich noch machen. Genau, das war das Spiel Dr. Fu in der leichtesten. Nein, The Loop. The Loop, Entschuldigung. Dr. Fu wäre aber auch passend. Ja. In der leichtesten Schwierigkeitsstufe. Diesmal fange ich nicht an mit meinem Fazit zum Design, zu dem Grafik, zum Thema und zum Spielgefühl. Ich fange an.
Ja, also das Design finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Will ja jetzt nicht sagen schlecht, das ist jetzt das falsche Wort, aber sehr anders. Ich finde es auf jeden Fall lustig, auch die Kartentexte und was so die Abbildungen sind. Und das ist total lustig gemacht, also viel Humor reingesteckt. Ich finde das Spiel grundsätzlich auch ausreichend schwierig. Also wir haben ja jetzt knapp verloren. Was ja immer gut ist beim kooperativen Spiel. Ja. Von daher finde ich das schon in Ordnung, dass es schwierig ist. Hat mir jetzt eigentlich auch Spaß gemacht. Also ich fand es schon gut. Ich frage mich, ob das was ist, was man wirklich oft... Also ich würde es auf jeden Fall nicht so oft hintereinander spielen, weil ich finde es dann schon ganz schön... da und da und da und da. Es ist schon kleinteilig, weil du schon gucken musst, wenn ich die Karte spiele und wenn ich das dann nochmal lupe und dann so weiter. Es ist schon sehr... Im Prinzip verwendet es ja diesen Dominion-Mechanik, also den Deckbau-Mechanik, dass du öfter am Zug bist, verwendet es als positive Mechanik. Ne? Genau, also das fand ich auch Spaß. Ich bin ja kein Deckbauer eigentlich, aber hier fand ich das jetzt auch nicht so störend, weil das ist ja im Prinzip genau das. Aber du bist ja, also das ist ja nicht so wie bei Dominion, was mich ja an Dominion so stört. Du ziehst nochmal zwei Karten, machst nochmal hier drei Aktionen, ziehst nochmal fünf Karten, machst nochmal die Aktion. Sondern du hast ja immer die Aktionen, die du machst, sind ja immer wieder die gleichen. Beziehungsweise diskutierst mit den Mitspielern, lohnt sich, dass ich loope tatsächlich. Ja, aber es sind ja auch immer wieder, du hast drei Aktionen, vielleicht noch eine vierte, wenn du irgendwie noch eine Karte kriegst. Und dann, wenn du loopst, kannst du, wenn du Glück hast, alle drei Aktionen nochmal machen. Und meistens sind es ja dann meistens nur eine oder zwei. Ja. Finde ich tatsächlich nicht so störend hier. Mhm. Weil es irgendwie nicht so das Gefühl ist, ich warte eine halbe Stunde, bis ich wieder am Zug bin, bis der mal seine ganze Maschinerie da durchgelaufen ist. Mhm. Von daher, ja, trotzdem ist es schon was jetzt auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist was, das macht mir Spaß, das würde ich auch nochmal spielen, aber ich würde es jetzt nicht direkt noch ein zweites Mal hintereinander spielen. Okay. Matthias? Ich finde die Optik tatsächlich witzig. Ich mag das, wenn es so ein bisschen schräg aussieht. Ja, ansonsten kann ich mich Berner da fast komplett anschließen. Der Humor auf den Karten ist irgendwie total witzig. Es hat hattest du ja auch gesagt, irgendwie eine sehr am Anfang kleinteilige Verwaltungsphase immer. Also man muss immer ja, so an wobei man vielleicht sagen muss, Dinge denken. Ich meine, es war jetzt die Erstpartie, vielleicht wäre es in der Zweitpartie ganz sicher flüssiger. Aber ich hatte ganz jetzt sicher. So, die ersten paar Runden waren irgendwie so ein bisschen schleppig, das ist das falsche Wort, aber so ein bisschen. Aber du musst halt immer, haben wir jetzt schon eine Karte und haben wir die Karte und dann noch da und wie viele Steine jetzt und so. Das ist, also die Verwaltungsphase ist manchmal schon, gerade zumindest jetzt am Anfang ein bisschen mühselig gewesen. Ansonsten ist, hast du auch gesagt, es ist gut, wenn man am Anfang eigentlich verliert. Auch das Einstiegsszenario ist durchaus gut. Es ist Varianz bei durch vier verschiedene. Ich glaube, den Kartenstapel, den haben wir jetzt auch nicht durchgespielt. Da ist auch noch einiges an Varianz bei. Also ich glaube, das macht schon auch für mehrere Partien Spaß. Was ob ist denn an den zwei Charakteren, die raus sind? Aber mach weiter, sorry. Ob da jetzt irgendwie nachher dann das etwas ist, was man wirklich über Monate irgendwie immer wieder spielt, weiß ich jetzt nicht. Die zwei, die draußen waren, war der Robo-Finisher 404. Auch schön, weil 404 ist ja der Webseiten-Error, wenn die nicht aufgeht. Beginnt mit dem zweiten vernichteten Duplikat in deinem Zug. Jedes Mal, wenn in deinem Zug ein Duplikat in eine Ära vernichtet wird, füge eine Energie dieser Ära hinzu oder entferne eins, ein rotes aus der Ära. Also der will möglichst viele Leute vernichten. Und der Mr. Time. Einmal während deiner Aktionsphase bewege einen beliebigen anderen Agenten um eine Ära. Das ist natürlich der Koordinator aus Pandemie. Mhm. Und der sieht übrigens genauso aus wie Mr. T. Mr. Time. Also das ist wirklich sehr schön, ja. Wobei, der sieht auch ein bisschen... Ja, das stimmt. Der kannst du auch schon. Genau, also ich finde die Grafik auch... Ich finde es lustig, dass Matthias und ich finden das eher positiv, tatsächlich das Thema und die Grafik. Also mich macht die total an. Ich habe nicht gesagt, das ist negativ. Ich habe gesagt, das ist weird. Das muss einem bewusst sein. Ich finde es auch mega cool, also dass sie so eine weirde Grafik gemacht haben. Es gibt so Stickerbögen, die man bei Etsy bestellen kann. Tatsächlich leider nicht offiziell beim Verlag aktuell. Vielleicht kommen die irgendwann mal noch. Die man hier drauf tun kann, dann sehen auch die Figuren weird aus. Ich finde, das sieht auch so ein bisschen wie so ein Klo, oder? Ja. Also guck mal bei Etsy, da gibt es gerade eine Sammelaktion von einem von Bibli. Ich weiß gerade gar nicht, wer. Der hat bei Anno uns, glaube ich, 50 Leute gefunden, die mitplätschen. Also mitkaufen bei Etsy, damit die Versandkosten nicht so teuer sind. Und da gibt es für viele Spiele diese Aufkleber. Damit sieht das Spiel noch mal geiler aus. Ich finde die Karten lustig. Ich fand die Mechanik gut. Ich fand es auch spannend. Mir hat es auch tatsächlich, es gibt Spiele, wo man mehr diskutiert, aber mir hat das gelangt, was wir da getan haben. Also ich fand das vollkommen ausreichend.
für das Spiel, was es ist. Und ich denke, durch die vier Dinger ist das super variabel. Ich würde sogar mal im Moment sagen, es gefällt mir sehr gut. Das ist genau das, was ich erwartet habe, im besten Fall. Das einzigste Negativkriterium, aber das ist echt nicht viel. Ich hätte hier gern die Bappa schon beim Spiel dabei gehabt, weil dann sehen die Figuren noch lustiger aus. Und ich glaube, dass sich das gibt mit dieser Verwaltungsphase und der Übersicht tatsächlich. Das kann schon gut sein. Ja. Es war jetzt am Ende auch ein bisschen flüssiger als am Anfang. Aber ich fand schon, am Anfang war schon recht viel Handling. Ja, aber es ging ja, also ich meine, das ist glaube ich ähnlich wie, das hier hat mich sehr viel auch an Pandemie erinnert. Ne? Karten aufdecken, kommen wieder gleiche Würfel, Förderdings. Ja. Ich glaube, das gibt sich ziemlich, wenn du es das zweite Mal gespielt Wahrscheinlich. Hast. Hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Ich würde das sofort tatsächlich sogar nochmal spielen wollen, aber wir haben gerade so viele Neuheiten da. Schwierig, aber ist bei mir im Moment gerade an sehr interessant Spielliste gelandet. Und optisch finde ich es in dem Fall sogar ein Highlight, weil es komplett anders da ist als der Rest. Ich möchte jetzt trotzdem wissen, was der Atompilz ist. Ach, die Zeit? Ja. Das können wir nachgucken. Wir haben Anbeginn der Zeit ist blau, das Mittelalter beige, Renaissance ist die Mona Lisa, die Ära der Industrialisierung ist grün, die Ära der Globalisierung ist orange, das Zeitalter der Roboter und dann das Ende aller Zeiten. Ah, ja, doch der. Siehst du, doch der Atompilz. Doch der Atompilz. Genau, das war The Loop und tatsächlich kommen wir zeitlich, glaube ich, hin, dass wir jetzt noch eine schnelle Runde K3 spielen können. Nee, ich nicht. Du nicht? Nee. Lohnt sich nicht, ich muss in 10 Minuten los. Gut, vielleicht spielen wir eine schnelle Zweierrunde K3. Und dann, weiß ich gar nicht, dann wollten wir kurz Mittagessen machen. Und dann spielen wir weiter. Geplant war Atlantis Rising und ich glaube noch 2-3 Spiele. Muss ich jetzt in unsere Liste gucken. Ja, dann sage ich mal bis gleich. Nee, es lohnt sich nicht. 10 Minuten schafft der K3 nicht. Nee, das könnte sehr knapp werden. Wenn du direkt um 12 Uhr nimmst, dann ist das so. Ja. So, ich bin sowieso schon sehr beeindruckt, dass